Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die europäische Raumfahrt hat vergangene Nacht nach einer Serie von 17 erfolgreichen Starts mit der Explosion einer Ariane-Rakete einen schweren Rückschlag hinnehmen müssen. Die Rakete ging knapp 2 Minuten nach dem Start in Kourou in Französisch-Guayana in 9000 Metern Höhe verloren. Sie sollte 2 japanische Satelliten in den Weltraum befördern. Schon 10 Sekunden nach dem Start geben die Messgeräte erst Ungenauigkeiten bei einem Raketenmotor an. So geht der Rückstoß nicht wie gewünscht steil nach oben, sondern schräg nach rechts. Um den Fehler auszugleichen und die Rakete senkrecht zu halten, wird der Motor auf Maximalleistung gefahren. Im Gegensatz zum normalen Start streifen die Flammen den Kontrollturm, die Rakete fliegt von Anfang an schräg. Die zweite Ungenauigkeit erscheint nach 45 Sekunden. Ein brennender Teil fällt runter, vielleicht ein Stück Metall, das sich gelöst hat. Nach 59 Sekunden sieht man deutlich, dass ein Hauptmotor kaum brennt. Nach etwa 1 Minute 50 Sekunden explodiert die inzwischen ins Trudeln geratene Rakete. 2 Motoren haben offensichtlich versagt. Es gibt von Ariane 4 Raketen, hier die gestern abgestürzte beim Aufbau in Kourou, mehrere Modelle. Die stärkste mit 4 in Bremen hergestellten Zusatzboostern war gestern gestartet. Nach Auskunft der deutschen Firma MBB Erno lag der Fehler nicht an ihren Teilen. Der Abschuss ist ein großer wirtschaftlicher Verlust. Alle weiteren Starts sind vorerst aufgeschoben, obwohl es einen Vertrag für über weitere 70 Abschüsse gibt. Auf der Ariane waren 2 japanische Kommunikationssatelliten, die zusammen für 600 Millionen Dollar versichert waren. Hinzu kommen die Kosten von Ariane 4 mit ungefähr 200 Millionen Dollar. Die Trägerrakete selbst ist nicht versichert. Die Suche nach der Unglücksursache wird mindestens 8 Wochen dauern. Schritte für mehr Umweltschutz in der DDR sind heute in Bonn in der gemeinsamen Umweltkommission vereinbart worden, die erstmals tagte. Stark umweltbelastende und nicht sanierungsfähige Betriebe sollen stillgelegt werden. Darüber hinaus gibt es eine Liste mit 38 Projekten, die möglichst schnell in Angriff genommen werden sollen. Es geht dabei um die Sanierung von Kläranlagen und um den Einbau von Filtern in Kraftwerken und Zementfabriken. DDR-Gäste im Regierungsviertel, inzwischen fast alltäglich. Heute lud Bundesumweltminister Klaus Töpfe ein. Aus Berlin-Ost angereist sein Kollege Peter Diedrich mit Experten in Sachen Ökonomie und Ökologie. Nicht am runden, sondern am langen Tisch saß heute die frisch gebackene deutsch-deutsche Umweltkommission und erarbeitete einen ökologischen Sanierungs- und Entwicklungsplan für die DDR. 1 Milliarde D-Mark kann dafür allein der Bundesumweltminister locker machen. Eine weitere könnte aus dem Devisenfonds fließen. Das Konzept sieht unter anderem vor, mit dem Abfalltransport aus der Bundesrepublik Schluss zu machen. Und ein weiterer wichtiger Punkt, besonders umweltbelastende Industrieanlagen sollen stillgelegt werden. Ein solcher Prozess hat bereits angefangen. Es sind bereits einige Produktionslinien in einigen Betrieben geschlossen worden. Voll geschlossen worden ist die Nickelhütte in Auer und die Viskosekortproduktion in Pirna. Darüber hinaus sind Teile der Chlor- und Carbidproduktion in den Räumen Halle und Leipzig entsprechend reduziert worden. 65.000 Arbeitsplätze könnten dabei wegfallen. Arbeitsplätze, die möglichst schnell ersetzt werden müssen. Doch solche Fragen fallen nicht mehr in den Bereich des Umweltministers. Verdeutlichen allerdings das Problem. Aus bundesdeutschen Erfahrungen wissen wir, wie schwierig es ist, Betriebe und Industrien anzusiedeln, Ersatzarbeitsplätze zu schaffen. Zu welchem Kurs die DDR-Mark bei einer Währungsunion eingetauscht werden soll, ist noch offen. Der stellvertretende Bonner Regierungssprecher Vogel erklärte zu Zeitungsberichten darüber, es gebe noch nicht einmal eine Vorentscheidung. Dennoch zeichnet sich in Bonn immer mehr ein Umstellungskurs von 1:1 ab. Das gilt, wie in Regierungskreisen verlautete, zunächst einmal für Sparguthaben. Nach der Umstellung sollten diese Guthaben aber nur nach und nach freigegeben werden, um einen unkontrollierten Konsumschub in der DDR zu verhindern. Zunehmend wird in Bonn jetzt auch eine Umstellung bei Löhnen, Renten und Mieten zum Kurs von 1:1 ins Auge gefasst.